Ich bin immer noch schockiert und ich war wirklich sprachlos. Freunde, habt ihr auch schon Rechnungen bekommen, was die Energiekosten angehen? Die Energiekosten 2022 bis 2023. Bei mir ist es der Verlauf von August 2022 bis August 2023 und es handelt sich um die Gasrechnung, die mir jetzt ins Haus geflattert ist. Und auch wenn ihr das nicht glauben werdet, ich soll 8.213 Euro nachzahlen. 8.213 Euro nachzahlen. Ich muss das so noch mal ganz deutlich formulieren. In meinem heutigen Video werde ich euch die Originalrechnungen zeigen. Ich werde euch näher bringen, um welches Objekt es sich handelt. Und dass das Objekt sicherlich nicht das modernste ist und aufgrund dessen auch der Gasverbrauch natürlich wesentlich höher liegt als bei Neubauten. Und zum Ende des Videos werde ich euch aufzeigen, dass wir alle aufpassen müssen. Aufpassen und kontrollieren. Und was ich gegen diese Rechnung tue. Bleibt also wieder bei mir. Los geht's. So, bevor wir einsteigen, muss ich dreimal tief durchatmen. Um bei dem Thema natürlich ganz ruhig zu bleiben und nicht hochzufahren. Bevor ich richtig ins Thema einsteige und euch natürlich auf der einen Seite aufzeige, um welches Objekt handelt es sich, wie sind die Fakten dahinter und euch natürlich auch die Originalrechnungen zeige. Ich weiß, ihr glaubt das ja immer noch nicht. Geht es mir aber erstmal um das Thema, eine kurze Beleuchtung nochmal, warum? Warum ist es so, dass wir seit geraumer Zeit uns mit so hohen Preisentwicklungen rumschlagen, was ja nicht nur die Energiekosten angeht, sondern natürlich auch die Lebenshaltungskosten, also Lebensmittel oder zum Beispiel auch die Benzinkosten. Natürlich steckt dahinter der Ukraine-Krieg, der Krieg zwischen Russland und der Ukraine und die Entscheidung natürlich der Europäischen Union und Deutschland nicht mehr, in den meisten Feldern zumindest, nicht mehr mit Russland zusammenzuarbeiten und dementsprechend natürlich auch kein Gas aus Russland zu importieren. Was ja dann so weit ging, dass eine Pipeline auch gesprengt wurde, um, ich denke mal, sicher zu gehen, dass das auch so erstmal nicht weiter möglich ist. Die Bundesregierung möchte ja auch nicht wissen, wer nun wirklich die Pipeline gesprengt hat, zumindest macht sie nicht den Anschein, uns aufzuklären. Ja, und so sind wir so an einem Punkt gekommen, wie gesagt, dass der Endverbraucher wieder natürlich die Rechnung dafür zahlen darf. Und wir, nachdem ja klar war im letzten Jahr, dass die Preise so massiv steigen werden, jetzt die Quittung bekommen, die Quittung in schriftlicher Form. Ich werde euch aufzeigen, hier oben, wie der Gaspreis bei mir ganz persönlich vor 2022 bis Mitte 2022 war. Wir reden hier von 5,6 Cent pro Kilowattstunde. Und ich werde euch im Verlauf des Videos aufzeigen, wie der aktuelle Stand ist. Der Stand ist aber schon seit September 2022 so. Das heißt, der Gaspreis ist von 5,6 Cent pro Kilowattstunde gestiegen auf über 14 Cent pro Kilowattstunde, was ja fast eine Verdreifachung ist. Das Objekt, Freunde, hier seht ihr ein Bild vom Objekt. Das Objekt ist eine Stadtvilla, die 2021 gekauft wurde und an sich ein Zweifamilienhaus ist. Also da können durchaus zwei Familien sehr, sehr gut drin leben. Und das Objekt hat eine Nutzfläche von 216 Quadratmetern circa.
Nach der Grenzöffnung, also nach 1989, wurde natürlich einiges investiert, zum Beispiel in die Fassade, neue Fenster mit Jalousien. Also es wurde schon natürlich etwas getan. Diese Investitionen liegen aber auch schon über 20 Jahre wieder zurück. Leider ist es so, dass das Dach noch nicht neu gedeckt ist, sodass man hier schon sehr genau gucken muss, von welchem Objekt spricht man, und dass es bei diesem Objekt natürlich so ist, dass die Energiekosten durchaus höher liegen als in einem Neubau. Das ist natürlich ganz klar. Der Heizkessel, auch den zeige ich euch mal. Der Heizkessel ist natürlich auch, wie man auf dem Bild sieht, bei weitem nicht der neueste. Der Heizkessel wurde 2003 hier eingebaut, und dadurch, dass der Heizkessel natürlich noch, oder besser gesagt, schon in seine Jahre gekommen ist, ist der Verbrauch an Gas natürlich grundsätzlich schon mal etwas höher. Natürlich haben wir uns damit beschäftigt, inwieweit es sinnvoll ist, einen neuen Heizkessel einzusetzen. Bei der Entwicklung, was das Klimathema angeht und was unsere Bundesregierung alles für Gesetzentwürfe oder mittlerweile, glaube ich, auch Gesetze umgesetzt hat, sind wir natürlich bisher uns nicht wirklich schlüssig gewesen, was macht Sinn, was macht langfristig Sinn, sodass wir darauf aufbauend natürlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um zu entscheiden, wie geht es jetzt wirklich mit dem Heizkessel, Wärmepumpe, wie auch immer, was man uns alles so auferlegt, weiter. Nachdem ich den, in dem Falle war es ja logischerweise kein Brief, aber die E-Mail des Gaslieferanten dann geöffnet habe und der erste Schock nicht verflogen war, aber zumindest ich so weit war, dass ich wissen wollte, welche Details stehen denn dahinter, hinter dieser massiven Nachzahlung, ist mir als allererstes aufgefallen, dass im Jahr davor, also im Jahr von 2021 bis 2022, an insgesamt 357 Tagen, so ist der Verbrauchszeitraum, haben wir, ich muss ganz genau mal gucken, damit ich nichts Falsches sage, 18.427 Kilowattstunde verbraucht. 18.427, das hört sich für mich eigentlich relativ normal an für das Objekt. Und das in dem Jahr 2022 bis 2023 an 365 Tagen, also ein ähnlicher Zeitraum, ein sehr ähnlicher Zeitraum, dass wir dort einen Verbrauch von 75.253 Kilowattstunden gehabt haben sollen. Also von 18.000 auf 75.000 Kilowattstunden. Nachdem ich mal meinen hiesigen Heizungsmonteur darauf natürlich angesprochen habe, der dann meinte, also so eine Veränderung kann eigentlich nicht möglich sein, ist mir natürlich der erste Gedanke gekommen, ob der Zähler eine Macke weg hat, ob der eventuell ausgetauscht werden muss, aber dazu später noch ein bisschen was. Ja, und wie gesagt, da war natürlich dann das Erste, was mir massiv aufgefallen ist, warum haben wir so eine massive Verbrauchssteigerung zum Jahr davor? Ja, auf der zweiten Seite, die ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, ist es natürlich ersichtlich. Als allererstes mal, welche Preise wir jetzt seit September letzten Jahres bezahlen. Ihr seht, dort ist rot eingekreist der Preis, den wir jetzt über ein Jahr zahlen, von über 14 Cent pro Kilowattstunden. Und auffällig, sehr, sehr auffällig ist das in dieser Aufstellung, dass wir in Monaten, wo eigentlich nicht geheizt wird, also es wird in den Monaten August und September bei uns nicht geheizt, dass unser Verbrauch innerhalb dieser 2 Monate wesentlich, also nicht nur ein bisschen, sondern wesentlich höher sein soll als
in den Monaten November, Dezember. Ich habe das mal ein bisschen eingekreist, ihr seht selber, dass das nicht stimmig sein kann. Das ist natürlich klar. Noch krasser ist es aber, so jetzt muss ich auch durchaus mal schmunzeln darüber, dass unser Verbrauch im August und September im letzten Jahr höher oder ähnlich hoch, sage ich jetzt mal so, ähnlich hoch sein soll, also innerhalb von 2 Monaten im noch Sommer, der soll ähnlich hoch sein wie der Verbrauch von Januar bis Juni in diesem Jahr. Ihr wisst, alle haben es mitbekommen, wir haben es alle gespürt. Der Winter ist, ja, ich sag mal, der Sommer in diesem Jahr, der hat sehr, sehr lange auf uns warten lassen. Wir mussten alle ein bisschen länger heizen. Das heißt, ich will es nochmal kurz und knapp formulieren: Innerhalb von 2 Monaten im August und September sollen wir ungefähr die gleichen Kapazitäten verbraucht haben wie von Januar bis zum Juni. Dass das natürlich in keinster Weise stimmig sein kann, das ist auch klar. Tja, liebe Freunde, faktisch gesehen ist es also so, dass wir auf der einen Seite einen massiven Mehrverbrauch zu verzeichnen haben und uns noch nicht richtig klar ist, woher soll der überhaupt kommen. Und auf der anderen Seite, wir natürlich auch so wie wir alle mit dieser Preissteigerung leben müssen. Preissteigerung von 5,6 auf über 14 Cent. Das heißt, das ist eine Verdreifachung, was uns jetzt hier mehr oder weniger dann trifft. Jetzt ist natürlich die große Frage immer bei solchen Sachen, erstmal detailliert sich diese Rechnungen anzuschauen, ein bisschen in die Recherche logischerweise zu gehen. Kann das möglich sein? Kann das nicht möglich sein? Fällt uns selber oder fallen uns Dinge auf, wo die Zeiträume, so wie bei mir, einfach nicht passen, wo die Verbrauchsmengen zu den Zeiträumen nicht passen? Und dann natürlich aktiv zu werden, das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aktiv zu werden, zumindest schon mal einen Widerspruch einzureichen und darauf aufbauen, so wie ich das auch getan habe, natürlich den Widerspruch dann auch mit Fakten zu begründen. Das nächste, was wir natürlich dann auch angegangen sind, ist die Möglichkeit der Kontrolle des Gaszählers, weil es natürlich, wie gesagt, überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass die Verbrauchsmengen so krass gestiegen sein sollen. Das passt für uns irgendwie überhaupt nicht zueinander. Auch das, wie gesagt, haben wir natürlich angeschoben. Ja, sodass wir an sich heute uns natürlich damit auseinandersetzen, wie geht es jetzt weiter mit unserem Heizkessel? In welche Richtung müssen wir denken? Und auf der anderen Seite natürlich darauf warten, wie jetzt unser Lieferant reagiert. Auf jeden Fall werde ich euch weiter zu dem Thema informieren. Es werden weitere sicherlich interessante Videos zu dem Thema auf jeden Fall kommen. Ich freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid, dass ihr mich begleitet habt jetzt und ich euch auch einiges vermitteln konnte, zumindest aufzeigen konnte, dass wir, wie ich schon sagte, alle aufpassen müssen und detailliert unsere Rechnungen anschauen müssen. Würde mir natürlich wünschen, wenn ihr mir ein Like und natürlich auch ein Abo gibt, weil ich ja diesen Kanal entwickeln möchte. Freue mich auf das nächste Video, was wir gemeinsam dann uns reinziehen und sage einfach mal Tschüss, euer Lars.